Landtag von NRW im Innenhof von Extinction Rebellion. Wir haben einen Wohnwagen mitgebracht, Geldkisten, ein Windrad hier. Ich bin am Sockel von einem Windrad angekettet. Und wir stellen die Politiker, die hier in der Plenarsitzung sind. Wir konfrontieren die mit unserem Anliegen. Unsere Forderung ist eine BürgerInnenversammlung zum Klima für NRW. Und zwar eine BürgerInnenversammlung, die mit einer hohen Verbindlichkeit ausgestattet ist. Die soll also nicht nur schöne Ratschläge erarbeiten und dann gucken die Politiker mal, was sie umsetzen, sondern es muss von vornherein mit einer hohen Verbindlichkeit ausgestattet sein. Und wir fordern, dass von jeder Fraktion jemand rauskommt, mit uns redet und uns zusagt, dass so eine BürgerInnenversammlung eingesetzt wird. Vorher gehen wir nicht weg. Wir sind hier aus Verzweiflung, denn wir sehen, dass die Klimakrise noch nicht ernsthaft behandelt wird. Die Politiker wollen uns zwar jetzt vor der Wahl erzählen, sie würden das Problem dann bis 2050 oder 2045 in den Griff kriegen, aber sie machen keine wirklichen Maßnahmen. Es wird immer noch in NRW Braunkohle verbrannt und immer noch ist RWE der größte CO2-Emittent in Europa. Es werden immer noch Autobahnen gebaut. Hier gibt es, für NRW gibt es noch Autobahnplanungen. Die Politiker wollen tatsächlich noch weitere Flächen in Deutschland für Autobahnen zerstören, damit da Autos rumfahren können, damit wir noch mehr Verkehr haben. Und es geht einfach nicht mehr so weiter. Wir müssen jetzt handeln. Sonst ist für unsere Enkel einfach nichts mehr übrig. Dann ist einfach sind die Lebensgrundlagen für unsere Enkel einfach zerstört. Und dann müssen wir ihnen irgendwann sagen, tut uns leid, wir haben es vermasselt, wir haben die ganze Erde kaputt gemacht und für euch bleibt nichts mehr übrig. Und das will ich einfach vermeiden und deswegen kämpfe ich. Ich übertrete Regeln. Wir machen hier nichts kaputt. Wir machen hier nichts kaputt, wir wenden keine Gewalt an, aber wir übertreten natürlich Regeln. Wir sind in der Bannmeile vom Landtag, das darf man nicht. Und das machen wir, um unserer Verzweiflung Ausdruck zu geben, dass einfach nichts passiert. Und es wird immer so getan, als ob Klimaschutz so ein nice to have ist. Was Nettes, was man macht, wenn man gerade Zeit hat und Geld übrig hat. Dann kümmern sich die Politiker vielleicht um Klimaschutz. Aber Klimaschutz ist ein Recht und vor allen Dingen ein Recht unter jüngeren Generationen. Weil wir verjubeln jetzt deren Lebensgrundlagen. Wir verjubeln jetzt die Lebensgrundlagen der jungen Generation und wir verjubeln die Lebensgrundlagen der Leute, die in anderen Teilen der Erde leben und die jetzt schon viel mehr vom Klimawandel betroffen werden, die wir ausbeuten. Und es darf einfach nicht mehr so weitergehen. Und deswegen mache ich bei solchen Aktionen mit.